Moin und willkommen auf dem YouTube-Kanal von B&K. Ich bin Sina und heute erkläre ich euch die Unterschiede zwischen den verschiedenen Hybridarten. Man hört manchmal so Begriffe Mild, Mikro oder Plug-in-Hybrid und weiß gar nicht so recht, was damit anzufangen. Mit welchem kann man voll elektrisch fahren, mit welchem nicht und was gibt es sonst noch für Unterschiede? Die erkläre ich euch heute und ich starte mit dem kleinsten, mit dem Mikrohybrid. Ein Mikrohybrid ist zum Beispiel der 330D hier hinter mir. Mikrohybrid bedeutet eigentlich nur, dass das Auto eine Start-Stopp-Automatik hat. Das heißt, beim Halten an der Ampel schaltet sich der Verbrenner aus und ihr verbrennt so keine unnötige Energie. Durch Ausrollen und Bremsen findet hier eine leichte Energierückgewinnung statt, allerdings ist sie nicht so stark wie beim Mild-Hybrid. Hier haben wir nämlich nur ein 12-Volt-Bordnetz, in das Energie eingespeist wird. Und eine antreibende Funktion zur Unterstützung des Verbrenners findet hier durch den Generator auch nicht statt. Ein Mild-Hybrid ist der 520D, der hier hinter mir steht. Der wird hauptsächlich vom Verbrenner angetrieben, hat aber auch ein 12-Volt-Bordnetz und ein 48-Volt-Bordnetz. Das ist vereinfacht gesagt mit einer Lithium-Ionen-Batterie und dem Startergenerator verbunden. Der Startergenerator vereint Anlasser und Lichtmaschine in einem Bauteil und ist quasi ein Elektromotor. Das 48-Volt-Netz ist durch einen DC-DC-Wandler mit dem 12-Volt-Netz verbunden, sodass das dadurch auch geladen werden kann. Der Startergenerator bringt bis zu 8 kW Antriebskraft auf die Straße, so unterstützt er den Verbrenner zum Beispiel beim Anfahren an der Ampel oder bei starken Überholvorgängen. Das 48-Volt-Bordnetz unterstützt auch das sogenannte Segeln. Wenn ihr also den Fuß vom Gas nehmt, dann wird der Verbrennungsmotor ausgeschaltet und vom Antriebsstrang entkoppelt. So verbraucht ihr dann keinen Tropfen Treibstoff. Der Startergenerator spielt auch beim Abbremsen eine Rolle, und zwar bei der Energierückgewinnung. Wenn ihr bremst, werden 12,5 kW zurückgewonnen. Das heißt, erst bei starkem Bremsen werden wirklich die mechanischen Bremsen genutzt. Wenn ihr vorausschauend fahrt, könnt ihr so also eure Bremsbeläge schonen. Das Management und den Füllstand eurer Batterie könnt ihr euch auf dem Infotainment-Display anzeigen lassen. Auch das Start-Stopp-System wurde hier im Vergleich zum Mikrohybrid verbessert. Das Wiederstarten des Verbrenners klingt nun nämlich wesentlich sanfter und geht schneller. Ausschalten lässt sich das Start-Stopp-System hier nicht mehr. Warum auch? Ein Vollhybrid hat eine Hochvoltbatterie und einen Elektromotor. Der Elektromotor arbeitet dann wie der Startergenerator, das heißt, er ist für die Energierückgewinnung und auch für die Unterstützung des Verbrenners zuständig. Allerdings arbeitet der deutlich besser als zum Beispiel der Startergenerator beim Mild-Hybrid. In der Verbindung mit der Hochvoltbatterie ist dann sogar vollelektrisches Fahren über kurze Strecken möglich. Wenn ihr also an der Ampel nicht mit Vollgas, sondern mit etwas Gefühl losfahrt, dann kommt ein Großteil der dafür benötigten Energie aus dem Hochvoltspeicher und eben nicht aus dem Verbrenner. Genauso ist es, wenn ihr in der Stadt eine längere Zeit lang 50 km/h fahren müsst, dann schaltet sich der Verbrenner aus und die Energie kommt aus der Batterie, so verbraucht ihr keinen Tropfen Treibstoff. Das Gute an den gerade beschriebenen Systemen ist, dass das geschlossene Systeme sind. Das heißt, ihr müsst euch keine Gedanken über das Aufladen der Batterie machen. Das wird intelligent vom Fahrzeug geregelt, nämlich durch Rekuperation und auch durch die Beschleunigung und dann eben den Verbrennungsmotor. Aber keine Angst, man merkt das Laden des Verbrenners, also durch den Verbrenner, nicht besonders und ihr verbraucht dadurch auch nicht mehr Treibstoff. Plug-in-Hybride funktionieren im Grunde so wie Vollhybride, bloß mit externer Lademöglichkeit. Bei BMW gibt es schon fast zu jedem Modell mittlerweile einen Plug-in-Hybrid. Hinter mir steht der 330e. Was ich eben gesagt habe bei den Vollhybriden, war ja, dass man kurze Strecken voll elektrisch fahren kann, also vielleicht so 3-4 Kilometer. Hier bei den Plug-in-Hybriden geht das sogar bis zu 90 Kilometer. Eine so große Batterie bekommt man nur mit Rekuperation natürlich nicht voll und auch den Verbrenner möchte man ja nicht zu stark zum Laden benutzen. Dann habt ihr die Möglichkeit, euren Plug-in-Hybrid an der Wallbox oder zu Hause an der Haushaltssteckdose oder eben an Ladesäulen zu laden. Wenn ihr nicht die Möglichkeit habt, den extern zu laden, dann verhält er sich technisch gesehen ähnlich wie ein Vollhybrid.
Das war das Video zu den verschiedenen Hybridvarianten. Wenn ihr noch mehr darüber wissen wollt, dann kommt gerne am 28.03. in eine der 16 B&K-Filialen. Da gibt es eine Veranstaltung zu dem Thema. Den Link verlinken wir euch in der Beschreibung. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare. Und für mehr Infos zu BMW und Mini abonniert den Kanal.